4.9.2019, Elmauer Halt. Magst du was trinken? Ich habe Wasser dabei. 13.29. So, da. Das ist der Weg. Lassen wir für Eid gleich mal offen, ne? 13.58. Also Schwierigkeitsgrad BC, das steht. So, wie spät ist es jetzt? Viertel vor drei. Legen wir los? Ja. Wie fühlt sich ein Klettersteig an? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie vorher einen Klettersteig gestiegen ist und man will mal einen Klettersteig klettern? Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Klettersteigausrüstung, weil die Klettersteigausrüstung nimmt einem die mentale Anstrengung ab. Ja, alles gut. Ohne Klettersteigausrüstung ist es ein Vielfaches psychisch anstrengender oder psychisch belastender als natürlich ohne. Und es fühlt sich, bevor man schon anfängt, ist man schon unter extremen Stress. Die Atmung wird schon von Beginn an, also für mich zumindest, ich kann nur von mir reden. Das ist ein bisschen komische Stelle. Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen. Leicht. Fuck. Sigi zum Beispiel, mein Kletterkumpane, der schon einige Klettersteige gestiegen, die vom Schwierigkeitsgrad E waren, oder der Tabaretta-Klettersteig, der einer der schwierigsten in Europa sein soll, ist er geklettert bis zu einer Stelle, wo er halt dann auch nicht mehr weitergekommen ist, weil keine Tritte mehr hatte. Bisschen verschnaufen muss ich schon. Ja, wenn du sagst, das hier ist ein Scheißdreck, was wir da machen. Ja, ja, die klettern. Einfach nur so leiser Scheißdreck ist das. An einer vertikalen Wand. Ja, ja. Ich baue mich zu sehr aus irgendwie. Mal schauen. Okay. Jetzt? Ja, ja, geht. Also es war auch so eine Querung und eine, wenn man sich nach oben ziehen kann, aber bei einer Querung kann man sich halt nicht nach oben ziehen und dann musste man über 10 Meter sich rüberhangeln, ohne dass man die Beine dazu verwenden konnte. Weil ich merke gerade, dass ich... Tauchen mit Sauerstoff. Richtig. Und naja, ich merke, dass ich halt einfach übermäßig viel Power. Was ich merke, ist, dass der letzte Klettersteig Spuren hinterlassen hat. Wie Spuren? In der Psyche. Ja, wie meinst du das? Ja, ich bin nicht mehr so locker wie die letzten drei Male. Weil du es nicht geschafft Obwohl hast? Obwohl es nichts Besonderes ist. Es ist nicht einmal vertikal. Aber glaub es mir, also wenn du manche Passagen auch gesehen hast am Tabaretta-Klettersteig, ja. Ich meine, die schreiben schon, das ist einer der schwierigsten Europas und ja. oder Italien. Ich hab schon verstanden, warum. Weil es ist halt, hier hast du eigentlich überall. Da war jetzt eine Stelle, wo ich gesagt habe, die ist ein bisschen komisch, da hast ja, du genau. aufpassen müssen. Die war komisch. Lauter so viel Stellen. Wie ist der Grip mit den Handschuhen? Passt, ja. Okay. Gut. Mal schauen. So, jetzt geht's wieder hier weiter. Wer von uns kann denn, ist so stark in den Armen, dass er sich quer, ich meine, an irgendeiner Stange kann sich jeder mal vielleicht 5 Meter quer rüber, weil man, wenn man es nicht schafft, dann fällt man halt 20 cm runter und ist auf dem Boden. Sektion 1. Aber ich muss jetzt Pause machen, meine Arme Was? Sind
so ein bisschen mitgenommen. Ja. Ich habe viel zu viel aus den Armen jetzt einfach. Also ich mehr gar nicht. Ja, du hast jetzt schon die. Du bist Habaretta, Mann. Ja, weil das ist. Das macht's. Aber ich sag's dir, also, das ist jetzt. Das ist für mich jetzt nicht so selbstverständlich wie Habaretta zu Beginn. Ah, ja, also ja. Wo ich die ersten 250. Oh, das Ding war, gell? Das war für mich. Oder Imster, beziehungsweise noch besser war der Steinbocksteig im Pitztal. Das ist nach dem Imster der zweite. Ja, waren auch ein paar D-Passagen, wirklich also mehrmals. Und das war dann aber schon, du, das war dann schon, wow. Ich war in 21 Minuten durch mit dem... Wie lange braucht man normalerweise? Steinbock, ich kann es dir nicht sagen. Ja, natürlich ist da bestimmt Stunde, eineinhalb angeschrieben. Ja, ja. Ist klar. Ich war ruckzuck. Warte, mach das bitte, weil... Das hält schon. Hinten und vorne musst du das runterziehen. Ja, du machst es. Ja. Ja, das hält schon. Warte, ich ziehst das halt durch. Okay. Du kletterst so und filmst das. Ich ziehst es ein bisschen an. Ja. So. Da ist es aber so, es ist ganz was anderes, wenn man einen Klettersteig geht, der dann so schwierig ist, dass du dir das nicht erlauben kannst, dass du dann gar keine Reserve mehr hast, weil wenn du da dann abstürzt, ist halt dann für immer vorbei. Das ist die einzige Stelle, ja, jetzt wo ein bisschen blöd ist. Das war jetzt zum Glück der Klammel nicht. Der Klammel war jetzt in der ersten Sektion. Für mich, ich bin ja ein blutiger Anfänger, was Klettersteige angeht. Für mich kletterbar, auch vom Kopf her. Ich habe mir das zugetraut und habe es auch geschafft. Aber nach der ersten Sektion war ich körperlich so fertig, dass auch mental, dass ich auch mental eingeknickt bin. Ich habe dann aufgegeben, den zweiten Teil zu klettern. Vor allem, wenn man vor dieser Wand steht, diese Wand 100 Meter hoch und absolut senkrecht, dann hat man immer eine Start vor Ehrfurcht vor dieser Wand. Gut, wenn ich jetzt gleich müde gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber es ist nicht vorzustellen, wie extrem diese psychische Belastung ist. 4.9.19, Elmauer Halt, Grüttenhütte. Oder Grüttenhütte. Grüttenhütte. Jetzt sind es nur noch 700 Höhenmeter bis zum Elmauer Halt. Der Elmauer Halt. Ah, ich hätte mal kurz Zwischenbilanz. 1 Stunde 50 haben wir. 1 Stunde 50. Seit so, 1 Stunde 40 brauchen wir noch. Aber krass. Ha? Krass, wie ich psychisch abgebaut habe. Ach so, meinst du? Wahnsinn. Die paar Stellen, die hier, da wo ich überhaupt erst gar nichts gedacht hätte vor ein paar Tagen. Ja. Da. Jetzt nicht krass, weißt du, ich verstehe da nicht, aber ich bin da nicht so entspannt wie sonst. Krass. Aber dass es wirklich von diesem Tabaretta Klettersteig kommen kann. Ja, weißt du was, dieses bei Rennfahren und so weiter, der Sturz. Ja. Oder weißt du, so, weil da schauen sie so, dass sie sofort ins Auto steigen und wieder dieses aus dem Kopf. Mhm. Das blockiert dann irgendwie. Ja. Ja. Das könnte der Großglockner sein. Bist du nicht weiter weg? Ich glaube allerdings, dass das hier der Großglockner ist. Ja. Dann wäre das die Großvenediger. Hinten da. Ja, kann sein. Auf jeden Fall, die Richtung ist auf jeden Fall richtig. Da stehen sie. Da gehen sie. Aber runtergehen ist ja kein Problem an der Stelle, aber hoch nicht. Runter ist super. Brauchst du unglaublich große Mengen Energie. So. Ist das vor uns dann der Elmauer Halt, direkt vor uns? Der hier? Der ist es. Entweder oder kurz dahinter. Das kann sein, dass es ein bisschen versetzt ist, dass wir es nicht sehen. Ja? Ja. So, jetzt pass auf, lass uns das festlegen, was wir eigentlich machen wollen. Sollen wir rechts hochgehen und dann da, wo die Steine größer sind, schau. Siehst du die beiden? Ja, aber ist eine schlechte Stelle, oder? Weiß ich nicht. Warte, wo? Durch den Schnee durch und dann vorne, ja, hier durch und dann hinten hoch. Auch so ein bisschen fürs Abkürzen. Aber wie dreckig der Schnee ist. Aber ich weiß auch, ich glaube, wir sind ja letztes Jahr so. Aber es ist da oben irgendwo. Da, nee, da. Ja. Da ist der Weg. Nur wenn wir jetzt so gehen wie die anderen beiden, machen wir natürlich schon auch ein bisschen Umweg. Meinst du, dass wir vielleicht gehen sollen? Ja. Warte, warum auch? Ja, weil worauf ich wirklich keinen Bock habe, ist in der Dunkelheit. Ja, schaffen wir jetzt. Es ist 3:45.
Also du bist jetzt eh. Ja, ich habe eine Lampe auch. Jetzt haben wir 1770. Also fast 1800 und wir brauchen wie viel? 500. 500. Ja, 600 noch. Ja. Wir haben schon einiges vor uns. Servus. 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 Das Sportiva. Ja, das ist der, den ich jetzt bestellt habe. Ist das der Schuh? Also der Nachfolger von dem Bogen. Ah, okay. Ja, das ist nämlich auch ein Weg. Aber es ist über Geröll. Ja, aber nicht so schlimm, finde ich. Ja, ja. Doch, das ist der. Das ist schon der Weg. Sollen wir da hoch? Ja. Also bist du jetzt, schau mal. Ja, mach nur. Ich geh dir hinterher. Das ist nicht so schlimm. Nee, das schaffen wir schon. Machen wir keinen Kopf mehr. Wichtig im Geröll ist einfach, sich nicht durchzudrücken. Ja, ich weiß, ganz wie auf rohen Eiern. Genau. Das sind ja, schau mal. Ja. Das sind eh bloß 200 Meter. Ja, ja. Können wir vielleicht 20 Minuten sparen oder so? Ja. 15:58, 4.9.19, Elmauer Halt. Servus. Es war eine tolle Erfahrung auch, natürlich eine Erfahrung, die man so nicht macht. Eine Erfahrung unter wirklicher Lebensgefahr. Ja, ich habe viel über mich gelernt, muss ich dazu sagen. Jede Erfahrung macht auch einen sicherer und es ist wie beim Turmspringen. Keiner geht hoch und macht einen dreifach Rückwärtssalto. Man muss sich halt rantrainieren und das ist bei den Klettersteigen genauso. Man fängt mit einem kleinen an und steigert sich langsam und irgendwann kann man auch die ohne Klettersteigausrüstung klettern. Gar nicht zu vergleichen mit den Free-Solo-Kletterern. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Das sind nochmal Dimensionen dazwischen. Schwierigkeitsgrad 8 plus 9. Gab es auch schon welche, die das gemacht haben, wo ich sage, ich würde maximal schon an der 3 scheitern. Es ist 16.18 Uhr, wir sind jetzt schon wieder eine Stunde unterwegs von der Hütte. Ja. Servus. Also bis 8 müssen wir wieder unten sein. Ja, ja. Das sind auf dem Weg nach oben. Ja, ja. Aber mega Aussicht, also lohnt. Ja, ja. Ja, das kennen wir schon. Es ist, ja gut, sag mal, wo ist das nicht? Es ist im Prinzip egal, wo du bist. Das ist, ja, das Wetter heute. Also, ja, die, na, perfekt. Mehr geht nicht. Es ist nicht so heiß, es ist einfach alles in der absolut grünen Zone. Ja, ist auch der heute letzte Tag, wo es so schön ist. Eben. Ja. Ja, das müssen wir. Vierte, ja. Ja, schaffen wir schon. Ja, also wenn, du weißt es ja. Ja, das kriegen wir hin jetzt. Das ist halt, also im Dunkeln halt, ist ja. Ja, ja, ich weiß schon. Aber wenn wir es bis zur Hütte geschafft haben, ist ja nicht mehr. Das Schwierige ist ja hier die Stelle. Der Rest ist ja dann wieder. Ja, klar. Das schaffen wir. Ja. Muss auch mal die Erfahrung gemacht werden. Nein, das will ich gar nicht machen. Man muss aber das nicht provozieren. Das kann Nein, man vermeiden auch. Kann man vermeiden, aber. Ja, eine Stunde eher hätte man. Ach, ist wurscht jetzt. Jetzt brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt ist halt so, bis ja, jetzt ist halt so, ja, genau. Wir können jetzt einfach nur das Einzige, was wir machen können, ein bisschen Gas geben. Ja, machen wir ja. Nicht zu fest, aber. Servus. Es kann nichts passieren. Ja. Servus. Servus. Ja, wir sind schon fast schon geschafft. Echt jetzt? Naja, natürlich nicht. Aber schau mal nach oben. 300 Höhenmeter? Oder sowas? Ja, du hast ja die Uhr. 2,35. Ja, 300 Höhenmeter. Exakt 300 Höhenmeter. Ja, 330. Na, 300, natürlich. Ja, ja, 3,23. Wow, vertikal 2,6. 6,5 ist schon gut. Ich weiß nur, dass dieser Berg, dieser Gipfel, ja, der, was ist der das? Der ist jetzt noch
relativ weit vor uns, ne? So, und wenn man auf dem anderen steht, dann ist der unten, niedrig. Ja, ja. Ist der niedrig. Ja gut, 300 Höhenmeter halt. Ja. Fuck. Was denn? Ich geh mal so. Ist das schwierig, oder was? Irgendwie unten. Und oben bei da, oder oben. Da, aber jetzt kommt noch dieses Brett, dieser ganz kleine Steg da an der Wand, der, da ist schon der harmlose. Ja, aber weiter. Das ist kurz ums Eck. Ja, genau, ums Eck. Das ist Autobahn ähnlich. Jetzt glaube ich kommt die mit der Wand. Das dauert noch. 16.33 Uhr. Ja, was habe ich gesagt? Mein Gott, ja, das zieht, das kommt noch. Um die Ecke gleich war das. Ja, aber lieber so. Ja, und mit Hilfe von Armen geht es ja weh, du weißt es. Das ist rutschig, gell? Ja. Die Platte, die da steige ich nicht drauf. Aber wenigstens Höhenmeter haben wir gemacht. Ja. Gute Rinnenschatte. Hey, ja, jetzt sind wir so weit. 2, 2, 1, 2. Oha. Ja. Oha. 90 Meter schnell gemacht. Geil, oder? Ja. Ah, jetzt ein bisschen Schatten, ist gut. Also mein Puls ist jetzt schon hoch. 155. Oh, mach ich gleich eine Pause, Kleine. Ich muss schauen, dass ich auch mit 140 gehe. Da kannst du hinstellen, also so anlehnen. So. Ja. Oder hier sitzen. Perfekt. Ja. Guck dir hier. Weil erholen tust du am besten im Liegen, ne? Im Sitzen am zweitbesten und dann erst im Stehen. Ja, kurze Pause. Puls runterbringen. Gib mir. Ah ja, warte, okay. Das ist der falsche Stolz. Ich meine, ja, ja. Bin nun mal ja. Besser konditionell drauf als du. Ist doch okay. Ich würde die Leiter nehmen. What the fuck? Von unten sieht alles so toll aus. Ja. Aber nicht mehr, wenn du dort bist. Ja. Jetzt müsste bald der Biwak kommen und dann ist eh gleich der Gipfel. Wow! Wie klein der Hügel jetzt plötzlich ist. Ja. Der von uns. Ja. Ja, das ist klein. Servus. Das sind so, ich glaube, 2, 3 mal 3 Meter. Servus. Servus. Ja, ich habe schon mal 10 Stunden oder so. 12 Stunden. Gaudeamus, Hütte, links. Und das ist unten der Parkplatz, oder was ist das für uns? Nein, nein, nein. Das ist Gaudeamus, links. 17.06 Uhr. Mit dem rechten anfangen. Thank you.
Servus. Also eine halbe Stunde, obwohl wir noch den Klettersteig gemacht haben. 3,45. Ich habe nur noch 1% Akku. Wofür soll das gut sein? Es hat so viel aufgenommen. Ja, ja. Ist egal. Mehr oder weniger Bilder. Von uns haben wir ja auch. Ja. Jetzt komm. Ja, jetzt bin ich schon fertig. Jetzt kommt's.